Ja, es ist schon der dritte Advent. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hier in der Paul-Gerhardt-Kirche, ganz nah an unserem Adventskranz, der ja normal wesentlich weiter höher hängt. Wir sind mittendrin im Advent, in der Stadenzeit. Von Karl Valentin stammt der Satz: Wenn die Stadezeit vorüber ist, dann wird es auch wieder ruhiger. Die Stadezeit, immer wieder beschworen, romantisch verklärt, sehnsüchtig erwünscht und auch verwünscht. Denn Staat ist oder war sie zumindest bis jetzt schon lange nicht mehr. Eher hektisch, stressig und voller Geschäftigkeit. In diesem Jahr ist alles anders. Auf vieles müssen wir verzichten. Vieles, was für uns bisher zum Advent dazugehörte, fällt aus. Keine Christkindlmärkte, keine Weihnachtsfeiern, keine Konzerte. Inzwischen haben sogar auch schon die Geschäfte geschlossen und gesungen werden darf in der Kirche im Gottesdienst auch nicht mehr. Dieser Advent, er ist anders. Aber ist er deshalb ruhiger, besinnlicher? Eher nicht, denn viele sind unruhig, haben Ängste und Sorgen und fragen sich, wie sollen die Feiertage jetzt ablaufen? Wie wird es weitergehen? Was wird noch kommen? Wie lange noch? Liebe Freunde, ich will Corona und alles, was damit zusammenhängt, nicht kleinreden, keinesfalls verharmlosen. Es ist schlimm für uns alle, was da gerade passiert und noch viel mehr für die, die direkt davon betroffen sind, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen, aber auch wirtschaftlich und finanziell. So vieles ist anders und so viele Fragen sind da und unbeantwortet. Und doch bleibt da die Botschaft vom Advent, die eben nicht anders ist. Gott kommt zu uns. Gott wird Mensch, trotz allem, trotz Lockdown und Ausgangssperre. Er lässt sich nicht aufhalten, er lässt sich nicht aussperren oder einsperren. Im Wochenspruch für diese Woche des dritten Advents aus dem Buch des Propheten Jesaja, da heißt es: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Diese äußerlich so unerwartet stade Zeit, sie ist für uns alle eine Herausforderung und vielleicht zugleich eine Einladung, dass wir uns trotz aller Probleme, Fragen und Sorgen auf dieses Kommen Jesu vorbereiten und einstellen. Ihm in der Zwangspause des Lockdowns den Weg bereiten zu uns, in unser Herz, vielleicht auch in unsere Stille, in unsere Sorgen und in unsere Einsamkeit. Es lohnt sich manchmal genauer hinzuschauen. Hier auf dem violetten Parament des Advents an unserer Kanzel, da ist der Stern dargestellt, der das Kreuz überstrahlt. Auch das ist die Botschaft des Advents, dass das Licht, das jetzt in dieser Zeit immer heller wird, den Tod, die Finsternis, die Sorgen und Nöte überstrahlt und unsere Herzen hell macht. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich euch und uns allen, dass dieser besonders stade Advent 2020 eine trotz allem besinnliche Zeit wird, in der Gott bei uns ankommen kann und trotz allem unsere Herzen hell machen wird. Gesegneten Advent und frohe Weihnachten.